Eine Gartenbahn hat Geburtstag. Diese Kunde soll auf originelle Art in die Welt getragen werden. Auf einer Original-Lok der Rätischen Bahn. Im Januar 2018 rollt die frisch gestaltete Jubiläumslok auf die Drehscheibe der Hauptwerkstätte in Landquart. Und auch das Modell im Maßstab 1:22,5 ist mit vor Ort. Nicht nur zur Freude der Fotografen und Modellbahnfans. Für uns ist das enorm wichtig. Es sind wunderbare Botschaften für unser Unternehmen. Wenn man sich mal vorstellt, in wie vielen Gärten, in wie vielen Wohnungen, Häusern und diese Lokomotiven dann auch unterwegs sind, diese Züge und die Kinder, die Eltern, die Großeltern begeistern, dann sind das mit Sicherheit auch Personen, welche sich vom Original genauso begeistern lassen werden. Jahre Lehmann Großbahn oder Lehmann Gartenbahn. Beide Begriffe stehen von Anfang an gleichberechtigt nebeneinander. Beginnen wir mit einem aktuellen Glanzlicht von LGB, einer Elektrolok der Rätischen Bahn, die für den langsamsten Schnellzug der Welt Werbung macht. Keine herkömmliche Werbung, sondern eine hochwertig gestaltete in glänzender Optik. Deshalb werden auch die Gehäuseteile der Modelle in einem aufwendigen Verfahren verchromt und später im Siebdruckverfahren bedruckt. Die GE443651 mit dem Namen Fietrich macht dem Glacier Express, vor allem aber LGB, alle Ehre. Originale Farbgebung und Beschriftung der Epoche 6. Ein wahrhaft glänzendes Modell. Eine Sammlerfamilie aus Sachsen hat sich der langen Geschichte von LGB angenommen. Das Patentwerk Ernst Paul Lehmann wurde 1881 in Brandenburg an der Havel gegründet. Zahllose Spielzeuge sind im Lauf von über 135 Jahren entstanden. Zu bewundern ist das lenkbare Auto AHA, ebenso wie diverse Blechfiguren zum Aufziehen. 1906 feierte man den 25. Geburtstag mit 450 Mitarbeitern, darunter Firmengründer Ernst Paul Lehmann rechts und Vetter Johannes Richter. Ein Vierteljahrhundert lang führten die beiden die Firma. Umsatz und Gewinne stiegen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war Lehmann erfolgreich. Der Werkstoff hatte sich zwar geändert, Blech wurde durch Kunststoff abgelöst, aber die Faszination blieb. Ich habe im Prinzip angefangen mit diesen wesentlichsten Dingen und habe die dann im Laufe der Zeit eben auch ergänzt. Aber auf Vollständigkeit lege ich auch keinen Wert. Es geht mir nur darum, die Geschichte zu dokumentieren, auch mit der Maßgabe, sie der Nachwelt dann auch mal zu zeigen und nicht, dass sie irgendwo in einem Sammlerkeller hier verschwinden. Nach der Flucht aus der DDR produzierten Johannes Richter und seine Söhne ab 1951 in Nürnberg. Dabei wurde die Hinterhofwerkstatt schnell durch größere Produktionsgebäude abgelöst. Wolfgang rechts und Eberhard Richter, die beiden Söhne, konnten mit der Traditionsfirma wieder an alte Erfolge anknüpfen. Die Steinz. Mit dem Modell einer kleinen zweiachsigen Dampflokomotive von der Steiermärkischen Landesbahn fing bekanntermaßen alles an. 3 Jahre haben die Gebrüder Richter experimentiert und ihre Idee gegen viel Widerstand durchgesetzt. Ihr Werbetexter formulierte ganz eindeutig, wohin die Modellbahnreise gehen sollte.
Mit der Gartenbahn hatte man den Zeitgeist getroffen. Oder anders ausgedrückt, die Zeit war reif für eine große elektrische Spieleisenbahn. Den Reiz macht an und für sich die Größe aus und dass man viel mit der LGB machen kann. Denn sie ist ja von Anfang an als Kinderspielzeug entwickelt worden. Das Ziel war ja, dort eine Eisenbahn für Kinder zu schaffen, mit der man auch draußen fahren konnte, wo man in die Wagen was einladen konnte, wo man Getränke beispielsweise auch in den Kesselwagen füllen konnte, beziehungsweise die Dächer von den Personenwagen gingen abzunehmen, wo man also auch Personen reinsetzen konnte, dass es eine Bahn ist, mit der man richtig spielen kann, mit der man Spaß haben kann. Das lag ja der Entwicklung der LGB hier zugrunde. Die Möglichkeit, mit der elektrischen Eisenbahn draußen im Garten zu spielen, hat im Lauf der vergangenen 5 Jahrzehnte manchen Garten in eine Gebirgswelt verwandelt. Die Idee der Gartenbahn hat unübersehbar Spuren hinterlassen. Wahrscheinlich ist das bei mir ein Genfehler, weil mein Großvater war in Wetzlar Schrankenwärter. Und leider ist er vorher gestorben, bevor er mich kennengelernt hat können. Und eigentlich haben die ganzen Verwandten schon gesagt, ich habe ihm seine ganzen Gene geerbt. Tolles Erbe, kann man da nur sagen. Die Eisenbahn im Blut. Ich habe von gleich auf schon eine Holzeisenbahn gehabt, dann eine Lego-Eisenbahn. Und dann gleich mal so mit 7 eine Märklin-Anlage, die habe ich immer noch. Auch natürlich größer geworden, aber der größte Traum war schon immer eine LGB-Anlage. Ich hatte es immer gesehen, gerade das rätische Krokodil im Laden. Und in jungen Jahren hast du es auch nicht leisten können. Aber jetzt bin ich der glücklichste Mensch. Jetzt habe ich meine LGB-Anlage. Viele glückliche Menschen sind auf 45 mm breiten Schmalspurgleisen unterwegs. Zu den Freunden des Maßstabes 1 zu 22,5 gehört auch Manfred Küstner. Ja, ich fahre fast täglich, im Sommer sowieso, Frühstück, im Computer gucken, ob es was Neues gibt, in den Foren oder sonst irgendwas, dann rausgehen und wenn meine Frau mich sucht, ich bin im Garten. Unerhört? Nein, das steht nur auf der Lok. Unüberhörbar, sollte man sagen. Denn die Loks sind alle mit Sounddecodern ausgerüstet. Bereits seit 1974 geben die LGB-Loks Laute von sich. Damit waren sie die ersten in der Modellbahnwelt hierzulande. Durch gekapselte Motoren sind die Maschinen draußen widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und drinnen unempfindlich gegen Teppichfusseln. Eine handfeste Eisenbahn für jede Gelegenheit. Ja, wir fahren also im Sommer wie im Winter. Bei uns heißt das, im Winter heißt das, nur die Harten kommen in den Garten. Manchmal müssen wir halt richtig Schnee wegschaufeln, bevor wir fahren können. Weichen, die werden also mit dem Föhn sauber gemacht und das geht einwandfrei. Spätestens nach einer halben Stunde ist die ganze Anlage fahrbereit. Pfingsten 2018 im Preßnitztal im Erzgebirge. Eine glanzvolle Eisenbahnveranstaltung auf 750 mm breiten Gleisen. Mit von der Partie ist Lok 99 1568, eine der legendären sächsischen 4K-Maschinen, Jahrgang 1910. Seit 1991 im Besitz der Preßnitztalbahn. Bis heute steht die Lok unter Volldampf, unübersehbar und auch unüberhörbar. In der Fahrzeughalle dreht sich alles um das Geburtstagskind LGB. Wobei, wer 50 Jahre alt geworden ist, muss schon ein ziemlich großes Kind sein. Freilich ein allseits geliebtes. Der erste Auftritt in der Modellbahnwelt 1968 glich einem Paukenschlag. Ich habe mal die erste Erwähnung herausgesucht, das Messeheft von 1968. Und da steht ganz klar drin, es gibt eine völlig neue Eisenbahn und dann werden die Grundzüge beschrieben. Damals wird der Maßstab 1 zu 22 noch angekündigt.
nicht, wie es dann später war, 1:22,5. Aber ansonsten ist die Bahn genauso realisiert worden, wie sie 1968 angekündigt wurde. Erstmal wurden natürlich die technischen Einzelheiten beschrieben und zum Schluss des Textes steht dann, die LGB ist ihr Geld wert. Und in der Ausgabe 14 von 1968 hat LGB hier eine sehr schön grafisch gestaltete Werbung gemacht. Man sieht im Hintergrund einen für damalige Verhältnisse wunderbar modernen Bungalow und im Vordergrund eine Anlage, allerdings noch gezeichnet. Offenbar hatte man selber noch gar keine Anlage zusammengebaut, die man als Foto hätte präsentieren können. Der Firma Lehmann war mit der Gartenbahn ein Coup gelungen. Eine Modellbahn, die draußen fährt, das gibt es doch nicht, war der allgemeine Tenor. Doch die kleine, große Spieleisenbahn fuhr von Nürnberg aus hinaus in die Welt. Die zweiachsige Dampflok Steins war damals und ist es bis heute das Symbol der Lehmannschen Gartenbahn. Auch in der DDR hatte LGB viele Freunde. Meine Mutter durfte aus dem Westen die Steins mitbringen und wie das bei vielen LGW-Freunden ist, auch im Osten war die Steins eigentlich der Grundstein dieser Gartenbahn. Das Problem war, wir hatten nur die Lok, die Gleise haben wir selbst gebaut, die Gleise wurden aus Gardinenstangen genagelt und die Wagen haben wir entsprechend der Katalogabbildung von LGB aus Sperrholz einfach nachgebaut. Und das sind die, die heute noch hier stehen. Ja? 1998, zum 30. Geburtstag von LGB, zierte die Lok Steins den Messestand in Nürnberg. Eisenbahnromantik war damals auch schon dabei. Ja, das Original ist das Flaggschiff des Hauses Ernst-Paul Lehmann. Die LGB wurde vor 30 Jahren mit diesem Modell geboren. In Nürnberg zuerst milde belächelt, aber dann doch konnte man den Erfolg nicht aufhalten. Viele Firmen hatten sich in den 50er und 60er Jahren daran gemacht, ihre Fabriken zu erweitern. Überall herrschte Aufbruchstimmung. Neue Modelle wurden in unterschiedlichsten Größen auf den Markt gebracht. Die Modelleisenbahn boomte. ...1968 war ja das Gründungsjahr von LGB. Ich bin dann 1970 dazugekommen, also die ersten zwei Jahre fehlen mir. Aber es war trotzdem schon in den Anfängen und ich kann mich noch ganz gut erinnern, damals, als ich als Lehrling angestellt wurde, war gerade die 2095, das ist die BB, die Zillertalbahn Diesellok in Arbeit und die 2080, das ist die Harzquerbahn Dampflok. Die wurden zu der Zeit quasi angeschoben. Das waren dann schon auch formenmäßig etwas größere Brocken. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil der Maschinenpark dementsprechend auch nicht ausgelegt war. Und dann mussten wir sich schon irgendwie behelfen. Das war jetzt nicht so wie heute, dass man sagt, naja, da ist alles passend. Die sächsischen Traditionswagen in der Wagenhalle der Preßnitztalbahn können nur zuschauen, wenn die Fahrzeuge der großen Spur ihre Runden drehen. 5 außergewöhnliche Anlagen sind aufgebaut worden, mit ganz unterschiedlichen Themen, um die vielen tausend Besucher zu begeistern. Und auch die Spieler sprühen vor Enthusiasmus. Ich habe im Moment zu Hause keine eigene Anlage aufgebaut. Wir werden also, oder besser gesagt, ich baue und spiele mit der Eisenbahn im Club. Habe dann durch viele, viele Mitglieder gefunden, die auch gleiche Interesse hatten. Man hat sich vielfach getroffen, hat sich ausgetauscht. Da noch nicht so viele Modelle auf dem Markt waren, wurden dann Eigenbauten hergestellt. Man hat sich unterstützt. Also war schon eine tolle Sache. LGB-Fans sind kreativ, ideenreich, innovativ. Und sie schließen Fahrzeuglücken im Angebot von LGB mit Eigenkonstruktionen. Zum Beispiel dem RHB-Schienentraktor, dessen Bauplan sogar in der LGB-Depesche veröffentlicht worden ist. Ein Klassiker ist das Rätische Krokodil, seit 4 Jahrzehnten. Es dreht auf den Gleisen seine Runden, der Geschäftsführer allerdings in der Firma. Es war natürlich schon so, dass der damalige Geschäftsführer Eberhard Richter Tag für Tag durch die Firma ging, also zweimal mindestens, um zu sehen, ob wir auch was tun. Und er war auch sehr zugänglich und hat sich auch mit den Leuten immer unterhalten. Es war Familie, jeder wusste, mit dem anderen umzugehen und auch, wie der andere so tickt.
Ja, es war einfach eine tolle Zeit. Auch in der DDR fanden die Gartenbahnfreunde immer wieder Wege, um ihrem Hobby nachzugehen. Ein geschicktes Händchen war dabei sicher von Vorteil. Wir haben eine 4K gebaut zu DDR-Zeiten aus Messing. Und wie ich dann nach dem Westen fahren durfte zu meiner Oma in den 80er Jahren, hat auch eine von den 4Ks von uns den Weg nach Nürnberg gefunden. Das war sehr nett damals mit Herrn Richter noch, mit dem Besitzer. Da habe ich zu ihm gesagt, bauen Sie doch mal eine 4K. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, ist noch zu zeitig. Erst müssen die Eisenbahnfreunde aus Westeuropa erstmal die DDR erkunden und die Schmalspurbahn kennenlernen. Und wenn die wissen, was eine originale 4K ist, dann bauen wir die im Modell. Und genauso haben sie es ja auch gemacht. Auch damals war Eisenbahnromantik dabei. Im Preßnitztal und auch in Nürnberg. Direkt vom Preßnitztal in die Nürnberger Messehalle. Besser kann man sich nicht präsentieren. Die LGB mit ihrem Modell der sächsischen 4K sowie die Museumsbahner von Steinbach und Jöhstadt mit ihrer Lok. Übrigens ist die 99-1568 beileibe nicht die einzige Lok der Museumsbahn. Aber mit Sicherheit die mit dem schönsten Modell. Die 4K gibt es genauso als Modell wie die 6K oder auch den bekannten 1K-Zug. Und so ist die Idee entstanden, holen wir doch mal die Modelle an die Originale, an eine originale Strecke hier in Sachsen und erleben die Fahrzeuge, wie sie im Original an den Modellen quasi vorbeifahren. Vorbild trifft Modell, das auf einem Sockel steht und seinem Vorbild verblüffend ähnlich sieht. Das Modell der 4K, eine Erfolgsgeschichte. Aber LGB kann auch amerikanisch. Ich habe die DT-Bahn von meinem Vater mal zerlegt, wollte sie wieder aufbauen. Und da lag auf dem Tresen bei uns im Modellbahnladen der Katalog von 1997 war das. Und da habe ich geblättert und die Numugul Nummer 8 damals von Colorado Southern, die hat mir so gefallen und seitdem musste das sein. So bin ich zur LGB gekommen und halt zu dem Thema gekommen. Das Besondere an dieser LGB-Anlage ist die Tatsache, dass sie einmalig ist. So wie sie hier aufgebaut wurde, wird sie nie mehr aussehen. Die Fahrzeuge, Figuren und Gebäude stammen aus dem Fundus von Enrico Schmidt. Aber Landschaft und Gleisplan, ja auch die Anlagengröße, sind immer unterschiedlich. Eine Stimmung, die den Betrachter um knapp 150 Jahre zurückversetzt. Es ist die Liebe zur Eisenbahn und die grenzenlose Begeisterung, die in eine solche Miniaturwelt einfließt. Wir verlassen die Wagenhalle und betrachten die unermüdlich dampfenden Rösser, aber auch den amerikanischen Schulbus der LGB-Freunde Niederrhein. Transportmittel für Mitglieder und Anlage. Naja, andere sammeln Briefmarken oder fahren auf Kegeltour oder sonstiges und wir fahren eben halt jetzt quer durch Deutschland nach Jöhstadt und betreiben hier unsere Gartenbahn im Zelt drinnen, weil die Anlage ist für drinnen gebaut. Und wie man anhand der Zuschauer sieht, die Begeisterung kommt an. Amerika lieben die LGB-Freunde vom Niederrhein. Auch die Harzer Schmalspurbahnen natürlich. Doch die Maschinen, deren Vorbilder von jenseits des großen Teiches kommen, spielen hier die dominierende Rolle. Nicht zu übersehen der gelbe Schulbus. Ein Wiedererkennungsmerkmal. Da ich beruflich selber bei der echten Bahn war, habe ich immer gesagt, ich habe sehr viel Interesse daran, aber solange ich zwischen den, ich komme also aus dem Gleisbau, solange ich zwischen den Gleisen rumlaufe, muss ich das nicht zu Hause machen, weil die Gefahr besteht, dass man sich die Baustellen mal nachspielt. Und ja, seitdem ich dann im Ruhestand bin, habe ich diesen Verein kennengelernt. Ich habe immer jemanden oder eine Truppe gesucht, die nicht so ganz normal sind und da passe ich wunderbar rein und habe dann Blut geleckt und so bin ich da immer tiefer reingerutscht und das ist mittlerweile eine Sucht geworden.
Vielleicht auch so etwas wie eine never-ending love story. Wieder zurück in der LGB-Ausstellung in Marienberg bewundern wir die vielen Schätze aus 50 Jahren LGB. Loks und Wagen aus den Anfangsjahren. Fahrzeuge zum Spielen für drinnen und draußen. Die Gartenbahn-Idee hatte zur Folge, dass die Marke LGB bekannter geworden ist als die Firma Ernst Paul Lehmann selbst. Fantasievolle Triebzüge kann man hier bewundern, wie den Lehmann LCE, der speziell die jüngeren Gartenbahnfreunde begeistert. Den Siegeszug von LGB begründete der Export, speziell in die USA. Und auch der Mut, den sogenannten ernsthaften Modellbahner ab und zu mal zu provozieren. Die klassische Modellbahn, Schmalspurbahn, Dampflokomotiven, hat natürlich viele, viele Anhänger. Aber fragen Sie heute mal ein Kind, was fällt dir zur Eisenbahn ein? Sagen Ihnen ICE oder eben die 101 zum Beispiel, die Sie ja tagtäglich sehen. Und diesen Spagat haben wir begangen. Natürlich auch wieder der ernsthafte Modelleisenbahner mit etwas Naserümpfen. Aber die Gesamtkritik, positive Kritik, gibt eigentlich unserer Linie jetzt recht. Es sind im Prinzip alle Modelle sehr schön. Jedes Modell erzählt seine eigene Geschichte. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja da vorne in dieser, ich sag mal, in dieser Goldvitrine und dort ein paar Sachen drin stehen, die also doch ein bisschen außergewöhnlich sind. Glanzlichter des Gartenbahnbaus, der in verschiedenen Bereichen immer anspruchsvoller wurde. Die Modelle sollten dem Vorbild immer ähnlicher werden und auch so klingen. Aber die Elektronik sollte zu einem Problem werden. Neben unzähligen Neuheiten im rollenden Material, auch dieses Jahr wieder die Perfektionierung der Soundeffekte. Jetzt scheint die Realität eingeholt. Zu der Zeit, als das dann wirklich kritisch wurde, war ich ja dann schon auf einer Ebene, wo ich relativ früh erfahren habe oder bemerkt habe, dass da was jetzt ins Ungleichgewicht gerät, als das Digitalsystem kam. Dann war für die Modellbahner, und das war nicht bloß LGB, das ist eine schwierige Zeit gewesen, weil vorher waren die Kosten zur Produktionskosten halt weitaus geringer. Man konnte an den Kunden das nicht weitergeben, was man investieren musste. Und das war dann der Beginn des großen Übels. LGB geriet in eine Schieflage, anfangs eher unbemerkt. Positive Nachrichten dominierten, beispielsweise, dass dieses Goldstück 32.000 D-Mark für einen guten Zweck einbrachte. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Unbegreiflich aber war, nach dem 125. Geburtstag der Firma Ernst Paul Lehmann Patentwerk kommt die Insolvenz. Gerade für so Unternehmen, wo man nie geglaubt hat, dass es so kommt, ist es natürlich ganz krass. Und ich weiß, da waren etliche Mitarbeiter dabei, die hat es richtig schwer erwischt. Aber es war dann nicht mehr zu vermeiden. Es war halt dann ja, einfach vorbei. Győr, im Nordwesten Ungarns gelegen. Hier finden sich Gegenwart und Zukunft von LGB. Denn Märklin hatte die Marke 2007 übernommen. Szép jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a nézőket városunkban Győrben, ahol a Märklin már 17 éve otthonra lelt. Eine nette Begrüßung auf Ungarisch durch den Geschäftsführer Gábor Kovács. Gerne folgen wir seiner Einladung zu einem Rundgang durch das Werk Märklin Hungaria, das längst auch zur Heimstadt von LGB geworden ist. Nach turbulenten Zeiten, wie der Insolvenz von 2006, dem Verkauf an die Firma Märklin und deren Insolvenz drei Jahre später, ist längst wieder Ruhe eingekehrt. Klar, dass auch im 50. Jahr von LGB der Klassiker wieder gebaut wird. Die Steins, das Wappentier von LGB. Wir zeigen hier in dieser Abteilung die Lokmontage von LGB, wie an diesem expliziten Beispiel von dieser kleinen Dampflokomotive. Ist sie doch wunderschön. Oder? Die Steins ist LGB. Aber nicht nur,
Auch diese roten Wagen gehören dazu, deren Vorbilder in Graubünden verkehren, bei der Rätischen Bahn. Weltkulturerbe und Kulteisenbahn. Und vielfaches Vorbild für Loks und Wagen von LGB. LGB hat mich 45 Jahre, glaube ich, begleitet. Die erste Anfangspackung gab es von meiner Frau zu Weihnachten. Damals noch nicht meine Frau, meine Freundin. Aber die hat damals so den Virus gesät. Und eigentlich ist für mich LGB immer ein Teil meines Lebens gewesen. Also Eisenbahnhobby ist sowieso etwas Wunderschönes. Was LGB auszeichnet, der H0-Bahner geht häufig in den Keller alleine und spielt mit der Eisenbahn. Das, was LGB auszeichnet, ich bin im Garten oder kann im Garten sein. Ich lade Freunde ein. Alle staunen ein wenig, sagen vielleicht, der spinnt. Aber eigentlich ist es diese Faszination, das gemeinsam Erleben von Modelleisenbahn. Und seitdem ist das für mich mein großes Hobby geworden. Und mittlerweile eben auch mit zwei Enkelkindern, die jetzt mitspielen. Zwei Jungs, die begeistert sind von der Modelleisenbahn und gerne mit ihrer Eisenbahn hier spielen. Dafür gibt es nur einen Begriff: Gartenbahn Familienbegeisterung. Dieser Zug ist so etwas wie die Fertigungskrönung der letzten Jahre, der Triebzug Allegra. Es hat unzählige Teile und ich muss auch sagen, wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und Speerspitzenprodukt hat auch den Anspruch an uns, dass wir sagen, auch hier schon beinahe einen Profizug im LGB-Segment. Bei der Erstellung der Konstruktion haben wir festgestellt, dass man einfach ja, das Detail und dieses Detail noch macht. Das zieht dann wieder unendliche Formensätze nach sich. Wie Sie wissen, wollen wir das auch zunehmend an die eigenen Standorte machen, nämlich in Göppingen und am Standort Ungarn. Wir haben die Achse von Ost hier abgeschnitten und deshalb gibt es kleine Verzögerungen. Aber dafür wird er perfekt. Und ein Augenschmaus. Dreiteilig, über 2 Meter lang, beleuchtete Führerstände und eingerichtete Fahrgastabteile. Die rollende Zierde eines jeden Gartens. Viele LGB-Freunde waren seinerzeit skeptisch, ob die Übernahme von LGB durch Märklin eine sinnvolle Entscheidung war. Es war eine schwere Zeit, die Anfangszeit für Märklin, aber wie wir so vom Verein sehen, wir haben ja nur mit dieser Spurweite zu tun, hat sich da einiges bewegt und ich denke mal, dass die auf einem sehr, sehr guten neuen Pfad sind. Und ich wünsche ihnen weiter alles Gute. Und wie hieß es schon vor 50 Jahren? LGB, dem Vorbild am nächsten. Da fährt sie, die Geburtstagslok. Bei einer Jubiläums-Sonderfahrt für LGB-Fans durch die Schweiz. Unterwegs mit vielen guten Wünschen für die Zukunft und der Vorfreude auf kommende Modelle nach Vorbildern der Rätischen Bahn, der Sächsischen Schmalspurbahnen, der Bahnen im Harz. Und vielleicht wieder vermehrt auch aus dem alten und neuen Amerika. Mit diesen schönen Aussichten und der Leidenschaft der Eisenbahnbegeisterten für die große und kleine Bahn ist LGB auf einem guten Weg in das zweite halbe Jahrhundert.